Der US-Kongress hat das von Wirtschaft und Finanzmärkten gefürchtete Szenario eines teilweisen Regierungsstillstands abgewendet. Als zweite Parlamentskammer verabschiedete das Repräsentantenhaus am Donnerstag das bereits vom Senat gebilligte Übergangsgesetz zur Zwischenfinanzierung des Regierungshaushalts. Das Gesetz liegt nun bei Präsident Joe Biden, der es noch unterzeichnen muss. Mit seiner Unterschrift ist die Gefahr eines sogenannten Government Shutdown vorerst abgewendet. Bei diesem Szenario müssten zahlreiche Staatsbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub. Ämter, Museen oder Nationalparks würden vorübergehend geschlossen. Ursprünglich wollte das Repräsentantenhaus erst am Freitag darüber befinden. Wegen eines erwarteten Schneesturms wurde die Abstimmung jedoch beschleunigt.